Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Heute soll es um die Adduktoren gehen. Das sind die Muskeln, die innen am Oberschenkel liegen und die ganz häufig bei Hüftpatienten, Hüftarthrosepatienten einen sehr hohen Tonus haben, eine sehr hohe Spannung. Und auch bei operierten Hüftpatienten sind diese Muskeln oft in einer sehr hohen Spannung. Diese Spannung muss genommen werden, damit eine normale Bewegung wieder möglich ist. Die Adduktoren setzen zum Teil mehr vorne im Leistenbereich an, hier. Es gibt aber auch Anteile, die mehr im Schambeinbereich ansetzen. Und es gibt Anteile, die mehr hier hinten, fast schon am Sitzbeinhöcker ansetzen. Und alle diese Bereiche müssen unterschiedlich gedehnt werden. Diese Positionen möchte ich euch jetzt gleich in Ruhe nahebringen. Wir beginnen jetzt mit dem vorderen Bereich der Adduktoren. Diese Übung findet im Stehen statt. Stellt euch relativ breitbeinig hin. Das kann so stark sein, dass ihr schon ein ganz leichtes Ziehen vielleicht innen spürt. Jetzt kippt ihr euer Becken etwas hoch, als wolltet ihr das Schambein hochziehen zum Bauchnabel und bringt jetzt die Leisten nach vorne. Könnt euch von hinten etwas nach vorne drücken mit den Händen und haltet diese Position. Ihr könnt in dieser Position jetzt sehr schön spüren, ob ihr an diesen Bereich kommt, wo ihr eure Grenzen spürt. Ihr könntet zum Beispiel mal versuchen, euch etwas zu rotieren nach hier oder nach da. Und schon spürt ihr etwas anders, das Gefühl in der Leiste. Und ihr müsst euch den Punkt suchen, wo ihr eure Einschränkung spürt. Dann langsam wieder raus. Diese Übung kann man nicht 2 Minuten machen, weil ihr mit den Bauchmuskeln auch sehr aktiv seid. Deswegen empfehle ich euch, das vielleicht 2-3 Mal für 20 bis 30 Sekunden zu machen. Es ist wichtig, dass ihr gerade bei dieser Übung genau spürt, wo eure Blockade ist. In dieser Position spürt man regelrecht wie eine kleine Blockade und da müsst ihr sanft rein. Nach unseren Prinzipien wieder möglichst langsam rein in die Bewegung, langsam raus und mit dem Ausatmen etwas weiter. Und mit Feinjustierung meine ich eben, dass ihr vorsichtig sucht, wo genau euer Bereich ist, wo ihr eingegrenzt werdet. Und an diese Grenze müsst ihr. Diese Übung halte ich für Hüftarthrose-Patienten für extrem sinnvoll und effektiv, wenn sie regelmäßig mit viel Gefühl gemacht wird. Und ich kann euch nur sagen, wenn ihr eine solche Übung regelmäßig macht, dann spürt ihr immer etwas mehr und ihr werdet euer eigener bester Therapeut. Das ist mir wichtig, dass ihr euer bester Therapeut oder eure beste Therapeutin werdet. Die zweite Variante dreht sich um den eher mittleren Bereich der Adduktoren. Die könnt ihr sehr schön im Liegen machen. Ihr legt euch hin, stellt die Beine an und lasst die Knie ganz einfach auseinanderkippen. Auch hier geht ihr wieder an die Grenze, etwa bei Schmerzgrad 7-8, 2 Minuten, langsam rein mit dem Ausatmen, noch etwas nachgeben. Und hier könnt ihr jetzt auch mal wieder probieren, wie fühlt sich das an, wenn ich jetzt mein Becken etwas nach hinten nehme, die Lendenwirbelsäule auf die Unterlage drücke und wie fühlt es sich an, wenn ich mehr ins Hohlkreuz gehe. Wir wollen bei unseren Übungen immer dahin, wo es grenzwertig wird. Da, wo wir uns erweitern wollen, da müssen wir hin, da, wo ihr euch sozusagen als blockiert empfindet. Diese Übung lässt sich wunderbar im Bett einfach machen, ohne großen Zeitaufwand. Ihr könnt auch den Winkel verändern, etwas mehr ran oder etwas weiter weg. Ihr sucht euch die Bereiche, wo ihr besonders deutlich
eure Einschränkung spürt. Wenn ihr das regelmäßig macht, werdet ihr besser, auf jeden Fall. Der Körper reagiert auf diese formativen Reize. Bei der dritten Variante läuft es so, dass ihr euch stützt auf die Unterarme und die Knie. Dann nehmt ihr die Knie weit nach außen, stellt den Rücken in ein Hohlkreuz ein und schiebt jetzt den Po nach hinten, ohne dass ihr das Hohlkreuz aufgebt. Dann spürt ihr auch wieder die Dehnung im Bereich der Adduktoren, mehr im hinteren Bereich. Prinzipien bleiben immer gleich. Ihr geht dann langsam wieder aus der Dehnung raus. Und auch hier könnt ihr jetzt probieren, wie sieht es aus, wenn ihr die Füße etwas mehr zusammenstellt? Wie sieht es aus, wenn ihr die Füße etwas weiter nach außen stellt? Das müsst ihr im Grunde mit eurem Therapeut auch besprechen, wie ihr dann einstellt. Dies ist jetzt noch eine weitere Variante, die je nachdem, was ihr mit eurem Therapeuten absprecht, für euch auch möglich sein kann. Ihr stellt die Beine auseinander, spreizt ab, die Füße zueinander. Jetzt richtet ihr das Becken etwas auf, ihr könnt auch den Po so ein bisschen zusammenkneifen dabei und lasst jetzt die Leiste Richtung Boden sinken. Hier spürt ihr jetzt eher ein richtiges Blockadegefühl, das ist nicht sehr angenehm, aber es ist wichtig, dass ihr mit Gefühl an diese Grenze geht und mit dem Ausatmen ein Stück weiter kommt. Aber diese Übung ist anspruchsvoll, weil sie auch den kapsulären Bereich eurer Hüfte mit in Anspruch nimmt. Die Prinzipien sind immer dieselben, wie oben eingeblendet. Langsam wieder raus. Jetzt noch zur letzten Variante, auf die ich eingehen möchte, weil man sie häufig auch bei Sportlern, bei Fußballern sieht. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass es auch einen Muskel in diesem ganzen Bereich gibt, der sowohl das Hüftgelenk mit beeinflusst, als auch das Knie. Das ist der Musculus gracilis. Und der heißt nicht umsonst gracilis. Der ist nämlich sehr grazil und auch verletzungsanfällig. Und wenn man bei den Fußballern sieht, dass die diese Dehnung machen, dann dehnen sie diesen Gracilis, weil Knie gestreckt ist und dass die Hüfte in der Abduktion ist. Diese Übung muss man mit ganz viel Feingefühl machen, weil man sich sonst am Ende eine Zerrung zuzieht im Gracilis-Anteil der Adduktoren und dann wäre das Ganze kontraproduktiv. Also gerade bei dieser Dehnung ganz langsam, ganz vorsichtig rein, bleiben, vielleicht auch nicht Schmerzgrad 8, sondern nur 6 und dann einfach in Ruhe mit dem Ausatmen loslassen und wieder langsam rausgehen. Diese Übung gebe ich als Therapeut selten weiter, aber ich wollte darauf eingehen, weil man sie sehr häufig gerade bei den Fußballern sieht. Gut, das war unser Video zum Thema Adduktoren. Ihr merkt, es ist gar nicht so einfach. Wir haben jetzt viele Varianten gewählt und es ist mir wichtig zu sagen, dass man vielleicht doch mit einem Therapeut zusammen dann zusammen rausbekommt, welche Einstellung ist hier für mich aus therapeutischer Sicht besonders wichtig und dafür sind wir Physiotherapeuten nun mal da. Ich wünsche euch alles Gute und freue mich auf das nächste Video. Tschüss! Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr den Kanal abonnieren. Ihr müsst einfach auf Abonnieren drücken und ihr könnt die Glocke aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn das nächste Video kommt.